Hallihallo, willkommen hier zur 500. Folge NF Marsch. Ja, es ist der Wahnsinn. Wir sind wirklich 500 Folgen hier schon unterwegs. Und ja, ich denke mal, wir werden heute wieder ein bisschen länger machen. Gucken wir mal, was wir so anstellen heute. Wir werden auf jeden Fall mal so ein kleines Resümee ziehen, denke ich mal, auch wie weit wir gekommen sind. So, aber erstmal geht's hier weiter ans Verkaufen. So. Guck mal, das waren 380.000 für ein bisschen Hefe. So, was können wir denn noch machen? Genau, hier wird Futter gefahren. Ach ja, der gibt hier Diesel in die... ins Kieswerk. Das heißt, der kann danach Diesel fahren zum Fischer. Das heißt, der fährt zum Zellstoff-Dingens. So, gut. Abfahrt. Dich nehmen wir jetzt mal kurz ran und fahren Milch. Oder wir fahren erstmal Gülle. Wir fahren Gülle zum Separator. Das ist, glaube ich, hier wichtiger. Gucken wir mal bei den Schweinen. Ja, ist schon einiges drin. Dann können wir mal kurz gucken. Gülle sind noch 7000. Werden wir fast voll. Tja, wir haben, glaube ich, in den 500 Folgen schon gut was erreicht. Es wäre vielleicht sogar noch besser gegangen, aber boah, ich bin eigentlich zufrieden. Guck mal, wir haben jede Menge Tiere, wir haben gut was an Produktion geschafft. Auch wenn wir noch lange nicht alles das haben, was uns der gute Fat Action zur Verfügung gestellt hat, schon an Produktion. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen uns ranhalten, dass wir da noch mehr werden. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir Feldfläche generieren. Und das ist ja aktuell so da, wo wir hin müssen. Und alles Weitere sehen wir dann. Ne? So, dann lass uns mal hier weiter gucken. Papier zum Baumarkt. Ne, Papier will ich eigentlich auch nicht. Wo haben wir noch so viel Hefe? Hä? Paletten. Und Labor. Ach, dann stehen die da schon rum wohl. Okay. Ja, gut. Aber guck mal, Krabben. Krabben und Scholle zu Lidl. Und Hummer und Heringe zu Aldi. Krabben und Scholle zu Lidl. Krabben und Scholle zu Lidl. So. Krabben und Scholle. Dann lagern wir das doch mal aus. Krabbe. Oh, ja, hier müssen wir tanken.
So, na komm. Hallo. So, gucken wir nochmal, ob wir da auch wirklich jetzt alles haben. Krabben. Ja gut, das ist das, was beim Fischer steht und bei Scholle vermutlich. Oh ne, Scholle sollte noch was im Lager sein. Okay. Da müssen wir dann nochmal nachgucken. Scholle. Hat er nicht alles ausgelagert? Böse, böse. So, zu Lidl haben wir gesagt. Auf geht's zu Lidl. Ja, wir müssen, denke ich mal, auch die Tierstelle müssen wir einmal kurz abgrasen, sprich Eier und vor allem die Wolle müssen wir wegholen. Das ist wichtig. Und ja, wie gesagt, Diesel wird gekauft gerade. Labor müssen wir anfahren. Ach, den Dünger müssen wir auch noch unbedingt verkaufen. Aber das können wir mit dem machen, der jetzt gerade den Mais fährt. So, und hier ist unser Lidl. Der nächste Schwung Geld. Gut, hinten tut er auch verkaufen. Das heißt, dann fährst du mir zu Paletten beladen gleich. So. Ach so, Mais fertig. Nö, ach, der hat nur seine 5 Runden beendet. Kollege, dann würde ich sagen, mach weiter. Der Mais muss weg. So. Ja, die Pellets haben im nächsten Monat den besten Preis. So, ich wollte gucken, ob ich irgendwo. Ja gut, wir könnten trotz allem gucken. Ne, Lohndienstleistung gibt es keine. Der fährt Sand. Das ist aber eigentlich erst einmal durch. Kieswerk, Wasser, ne, Klärwerk, Wasser, Kieswerk, Steine fast voll. Dann verkaufen wir doch noch mal irgendwie 2 oder 3 Runden Steine beim Bahnhof. Da gibt es zwar nicht so viel Geld, aber da die Kalkproduktion auch relativ voll ist, macht das Sinn. Ah ja, guck mal. Der hat sich hier festgefahren und warte mal, dann tanken wir gleich mal am Hof erstmal auf. Und dann kommt Hering und Hummer, glaube ich, war das, ne? Die wir noch verkaufen wollen. Ah,
Ist doch schön, wenn so ein bisschen hier vor sich hinschneit und macht und tut. Ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall noch zumindest das eine Feld kaufen. Mal gucken, wie weit wir sonst noch kommen, geldtechnisch. Wir können mal gucken, beziehungsweise das können wir gleich machen. Hier oben, da ist immer noch nichts angesät, hoffe ich mal. Jupp. Das wird unser zweites Zuckerrohrfeld kaufen. Zack, so, Feld gekauft. Und wir werden jetzt erst einmal hier den Kredit noch tilgen. Wenn schon, denn schon. So, jetzt gucken wir noch mal hier bei den Fischgeschichten. Genau, Heringe und Hummer zu Aldi. So, dann einmal bitte auslagern. Heringe, 30 Paletten. Und Hummer. Gott, das sind nur 7. Wieder wegen der einen müssen wir das hinten drauf. So, wir könnten mal gucken. Haben wir noch irgendwas anderes, was zu Aldi kann, das Geld bringt? Zucker. Aber der ist gerade auf absteigenden Ast. Tomaten? Nö. Melasse. Wieso immer noch Heringe? Also beim Fischer oben. Aldi Hummer, Aldi Blumenkohl zu Aldi. Guck mal, Blumenkohl können wir mitnehmen. Oh, Entschuldigung. Ja. Blumenkohl. Sind zwar nur 2 Paletten, aber was muss, das muss. Ja, und wir haben immer noch, das dürfen wir nicht vergessen, den Dünger, den wir verkaufen wollen. Der bringt ja auch sehr gutes Geld. Aber jetzt fahren wir erst einmal schnell rüber zum Aldi. Der ist ja da drüben unten im Süden. So. Ja, und das Zuckerrohr in der Zuckerfabrik geht schon jetzt aus. Das ist Wahnsinn. Aber so ist es halt. Können wir nicht ändern. War halt nicht so überragend gut die Ernte. Aber das wird dann im nächsten Jahr mit den 2 Feldern wird es dann wesentlich besser werden.
So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch an Geld bekommen. Dürfte ja auch nicht gerade wenig sein. So, jetzt müssen wir mal wieder in die Außenansicht gehen, damit ich die Einfahrt finde. Genau hier war das. Und, ah ja, hier ist das Symbol. So, dann lasst mal wieder Geld reinkommen hier. Ja, und das Schöne ist, alles, was wir jetzt haben, ist ja wirklich echtes Kapital. Wir haben Feld gekauft, wir haben Kredit zurückbezahlt. So, guck mal, wieder 350.000 dazu. So gefällt mir das, so gefällt mir das. So, dann fährst du erst einmal zurück. Und ich denke mal, wir werden mit dem gleich mal Dünger verkaufen fahren. Und zwar ist das dann Düngerabholung. Mineraldünger. Der fährt drei Runden. Wo wir verkaufen, müssen wir gleich noch gucken. Beziehungsweise, das müsste doch jetzt auch gehen. Er fährt weiter Richtung Kuhstall. Mineraldünger. Mineralfutter, Mineraldünger zum Hafen, wo auch sonst. Verkauf Hafen. Kann der da loslegen und ordentlich mal noch mal Geld machen? So, und wir werden dann gleich noch mal das Tankfass übernehmen. Ups. Das Tankfässchen nochmal Gülle fahren und danach dann lecker Milch. Passt eigentlich auch wieder. So, wie schaut es denn jetzt hier eigentlich aus? Nahrung, ja, ist wieder fast voll. Das ist gut. So, wo ist das Fass? Fass. Also, ah, guck mal, der ist hier schon angekommen. Dann füllen wir doch mal schnell den Fischer ab. Rein theoretisch könnte der dann gleich noch eine Runde fahren. Aber nicht beim Südtankstelle. Sondern Nord müsste auch passen. So, Diesel abladen. Müssen wir mal kurz hier das laute Geblubber vom Kutter ertragen. Aber nützt nichts. So, komm, mach leer das Dingens hier. So, dann sind wir jetzt in der Extra Time.
Naja, der ist wieder angekommen, der LKW unten beim Palettenlager. Ich denke mal, so 10 Minuten werden wir oben dranhängen heute für die Jubiläumsfolge. So, können wir jetzt mit dem erstmal hier aus dem Krach weg. So, dann fährst du mir nochmal weiter und wir. Ah, guck mal, ich habe hier unser Fass gefunden. Dann holen wir noch einmal Gülle vom Kuhstall ab. So, das war hier, da müssen wir einmal drehen. Ja, Mist haben wir auch schon wieder ordentlich hier. Das heißt, da können wir dann auch noch mal zur BGA was rüberbringen. Butterfabrik Mischration Mix 1. Mal gucken, was das ist. Butterfabrik. Mix 1. Es kann dann nur das Heu sein. Ja, das ist knappe Ware. Aber da werden wir mit der großen Wiese, die wir ja haben, was unser Lavendelfeld wird, da werden wir Heu machen auf jeden Fall. Das heißt, da könnten wir eigentlich mal gucken, wie das da aussieht. Ja, machen wir Januarheu. Genau. Aber da können wir gleich mal hochspringen. Das ist ja hier. Hier. Nee, hier. Ja, es ist noch nicht in der Wachstumsstufe, die wir eigentlich wollen. Gras. Ja, das wächst erst im März wieder. Wir könnten es zwar ernten, aber das ist halt nicht so das, was wir brauchen. Wir müssen aber im Februar eigentlich, ach, da müssen wir im Februar das Gras machen. Nützt nichts. Das heißt, Februar Gras bzw. Heu für Mischfutter und vielleicht dann endlich auch mal wieder für die Pellets. So, dann machen wir noch mal eine Runde hier. Diesmal so rum ran. Wie viel Gülle haben wir denn hier? Hallo? Ah. Gülle. 500.000. Ja, gut. Passt. So, Labor Milch, Labor Wasser. Und dann könnte der doch eigentlich erstmal Wasser fahren. Beziehungsweise das machen wir selbst. Wir fahren heute selbst hier durch die Gegend. Das holen wir unten beim Klärwerk noch schnell ein Fässchen Wasser, bringen das hoch, weil dann ist eben auch der Tank wieder ein bisschen gespült, sozusagen. So. Ja, wir wollten Wolle. Wolle und so Zeug wollten wir auch noch machen.
Ja, es ist gut. Die ganzen Meldungen nur noch weiß, bis auf die zwei oben, wobei oben Klärwerk Wasser, das machen wir, Milch machen wir auch. Dann sind wir wieder in einem sehr guten Bereich. So, wir können aber mal schauen. Ah ja, guck mal, der ist quasi fertig. Das heißt, du fährst jetzt noch die letzte Runde. Und ja, hier werden Steine gefahren. Der hat noch einen relativ weiten Weg vor sich. So. Ab zum Klärwerk. Ja, ich will gucken, dass wir zumindest heute noch eine Fuhre Dünger verkauft bekommen. Wir werden auf jeden Fall auch jetzt hier noch einmal Wasser laden und das hochbringen. Und ich denke, dann werden wir so langsam Richtung Feierabend für diese Folge gehen. So, hier ist schon mal das Klärwerk. Wasser, genau das wollten wir haben. Dann jagen wir noch schnell da zum Labor hoch. Tja, und dadurch wieder eine rote Meldung weniger. Beziehungsweise die einzige rote Meldung ist weg. Also es wird immer besser, es wird immer besser. Wobei wir so viel auch gar nicht mehr im Januar machen werden. Wie gesagt, noch das mit der Milch werden wir gucken. Und ja, die Wassertour, bisschen Dünger verkaufen. Und dann werden wir schon Richtung nächsten Monat uns aufmachen. Weil wie gesagt, im Februar werden wir Heu machen. Ja, das ist halt dann der Landwirtschaftssimulator wieder. So, da ist wieder Geld reingekommen. Das wird der restliche Mais gewesen sein. Ja, im Februar und ich denke mal auch im März werden wir ja wieder einiges an Einnahmen noch mal generieren. So, das waren jetzt bestimmt die Steine, 6.000 Euro. Also wie gesagt, da kommt noch einiges an Geld rein. Dann gucken wir mal, in welche Felder wir dann noch investieren, um dann irgendwie demnächst dann auch wieder eine neue Produktion. Also ich will ja Richtung der Mehlproduktion, haben wir ja gesagt. Deswegen denke ich mal, dass wir irgendwie ein Roggen oder ein Dinkelfeld oder sowas in der Art kaufen werden. Möglichst eins, das schon fertig ist. Im Februar werden wir dann auch auf jeden Fall den Steinesammler losschicken müssen. Auch noch mal gucken, wie es mit anderen Feldern so aussieht von uns. So eins nach dem anderen eben gucken. So, oh, jetzt wird Dünger verkauft. Jetzt kommt noch mal Geld rein. Und wie viel sind's? 76.000. Boah. Kann man mitnehmen, kann man mitnehmen. So, dann sind wir hier beim Labor.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben jetzt diesen Monat keine Sachen aus den Produktionen rausgeholt. Das heißt, da wird uns im nächsten Monat wird da richtig Arbeit auf uns zukommen. So. Dann laden wir hier das Wasser noch ab und ich würde sagen, liebe Leute, das war's für heute. Danke, dass ihr seit 500 Folgen hier dabei seid, das Projekt hier mitbegleitet. Es macht nach wie vor irrsinnigen Spaß hier. Es ist auch mit mein Lieblingsprojekt. Merkt man, glaube ich, auch, weil sonst würde ich keine 500 Folgen machen. Also schaut deshalb auch morgen wieder rein. Dann geht es nämlich munter weiter hier. Also macht's gut und bis